Auch in diesem Jahr hat der Kreisfeuerwehrverband die Jugendfeuerwehren des Landkreises OHV zum Jugendlager an den Störetsee eingeladen. Als erstes ein kleiner Überblick über das recht große Gelände von Störetsland. Im Vordergrund befindet sich in zentraler Lage der Speisesaal. Gleich im Anschluss daran ist der Strand mit Boots und einem Badesteg zu sehen. Am Strand gibt es weißen Sand, eine Feuerstelle und am Rand der Bäume auch schattige Plätze. Sehr schön ausgestatteten Bungalows sind weiträumig auf dem Gelände verteilt. Dazwischen gibt es genügend Freiflächen für Spielplätze und Ballspiele aller Art. Nach dem Einchecken trafen sich die Teilnehmer zum Begrüßungsappell. Zahlreich hier erschienen seid. Ganz besonders ein herzliches Dome an unsere polnischen Kameraden aus Chetlice und Biala Podlaska. Herzlich willkommen. Dann die Betriebsfeuerwehr Flügge, auch hier zahlreich vertreten, die uns natürlich auch mit Manpower und Technik unterstützt. Auch euch herzlich willkommen. Haben wir heute. Das erste Mal konnten wir das THW vom Ortsverband Gransee gewinnen und natürlich für euch ein herzliches Willkommen und viel Spaß. Dass der DRK, was unsere medizinische Versorgung im Notfall ist, das ist noch auf dem Weg hierher. Die sind ein bisschen später losgefahren, aber die werden da ungefähr einer Stunde hier sein. Also wenn jemand was passieren sollte, ist da auch gesorgt. So, ich will gar nicht viel erzählen, den Rest macht der Chris, unser Kreisjugendwart. Ich wünsche uns und euch für die Tage, die wir jetzt haben, wir haben sehr viel geplant, ihr könnt es jetzt aufzählen, mache ich natürlich nicht, weil die Überraschung soll da sein. Uns wünsche ich viel Spaß, viel Freude, gutes Wetter und dass wir alle gesund und munter bleiben. Danke erstmal. Von mir natürlich allen erstmal herzlich willkommen im Kreisjugendlager 2017 hier im Störetsland. Natürlich herzlich willkommen aus Polen. Ich kann die Namen nicht aussprechen. Um einen allzu großen Andrang zu den Mahlzeiten zu verhindern, wurden die Essenzeiten der Gruppen entsprechend gestaffelt.
Je nach Wetterlage besteht die Möglichkeit, im Speisesaal oder an der frischen Luft die Mahlzeiten einzunehmen. Nach dem Frühstück gab es erst einmal Feuerwehrprogramm. Die Teilnehmer mussten ihr Können, Wissen und Geschicklichkeit für die Abnahme zur Jugendflamme 1 und 2 unter Beweis stellen. Bei unserer Station wird der Masthof angefertigt, der Kreuzknoten, der Zimmermannsschlag und der Palstick. Nee, wir sind die zwei. Kannst du auch, wenn du willst, an der Stange machen. Aber das ist doch billig. Oh Mann, das weiß ich sogar. Lars, ich kann nicht aufpassen. Vielleicht ist es an der Stange. Also. Will ich ja gerade. Hätten ihr denn noch andere Arten von Verteilern? Kommt mal hier ein bisschen ran. Also um was könnte es denn hier gehen? Um den Notruf. Notruf. Wie ist denn die Notrufnummer? 112. Wen erreicht es denn bei der 112? Feuerwehr und Rettungsdienst. Genau. Weiß denn jemand, welche Buchstaben? Fünf. Ja? Wenn es nicht ganz gekuppelt ist. Thank you.
Für die Teilnehmer, die nicht an der Prüfung zur Jugendflamme teilgenommen haben, gab es andere Angebote, wie zum Beispiel Quadfahren oder Bogenschießen. Das THW hat mit einem Autokran den Cola-Kisten-Turmbau abgesichert. Der Mimox Elektroscooter wurde für Lagerrundfahrten genutzt und begeisterte groß und klein. Im letzten Jahr hatten wir den Feuerwehrnotruf 112 dargestellt. In diesem Jahr stellten sich rund 250 Teilnehmer zu den Initialen der Jugendfeuerwehr auf. Der zweite Tag wurde dann mit einer Nachtwanderung abgeschlossen. Der Weg führte durch den Wald rund um das Lager. Unterwegs traf man ausschließlich nette Leute. Wollen wir singen? Na dann fangt an! Und dann habe ich stark erfahren, der Herr Rink ist hier. Kann der mal bitte nach vorne treten? Kommt schon! Ja, ich bin hier.
Guten Morgen zusammen. Wie ich gehört habe, habt ihr eine Nachtwanderung hinter euch. Habt ihr die gut überstanden? Wie viele sind verloren gegangen? So viele, ja? Okay. Meine letzte Nachtwanderung ist schon so ein bisschen her. Und wenn ich ehrlich bin, die habe ich verschlafen. Da hat man mir hinterher erzählt, du hast so tief geschlafen im Bett. Das war in einer Jugendherberge, in so einem Kinderferienlager, dass man mir das am nächsten Morgen erzählen müsste. Man hat mich getragen während der Nachtwanderung. Ja? Ich hoffe, ihr wart dann wach. Ganz kurz, ich will gar nicht viel sagen und euch nicht in eurem schönen Jugendlager stören, aber es ist mir trotzdem ein ganz tiefes Bedürfnis, heute zu euch gekommen zu sein. Denn der Landkreis Oberhavel, der ist ganz mächtig stolz auf euch, dass es so unheimlich viele Kinder und Jugendliche gibt, die Feuerwehrmann und Feuerwehrfrau werden wollen. Ist das so? Ja, denn für uns seid ihr nämlich und die etwas älteren Herren mit wenig Haaren und langen Bärten oder umgedreht, ja, das sind nämlich die wichtigsten Ehrenamtler, die es gibt. Nicht nur im Landkreis Oberhavel, sondern in der Bundesrepublik Deutschland. Weil das sind die einzigen Ehrenamtlichen, die tatsächlich Leib und Leben retten. Und unsere Aufgabe als Landkreis Oberhavel ist es immer dafür zu sorgen, dass es ordentlich Nachwuchs gibt und vor allen Dingen, dass ihr alle, gerade wenn ihr ein bisschen größer werdet, auch möglichst perfekt ausgebildet werden. Denn jedes Mal, wenn ihr im Einsatz seid, tut ihr den Menschen etwas Gutes. Und dazu gehört auch viel Spaß. Gerade wenn man noch ein bisschen kleiner ist und den sollt ihr haben, hier in diesem Jugendfeuerwehrlager, was auch der Landkreis Oberhavel zusammen mit der MBS, der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, jedes Jahr sehr, sehr gerne auch finanziell unterstützt. Und wenn ich so in die Gesichter schaue, solange sie noch nicht gelangweilt schauen, sehe ich, dass das auch gut angekommen ist. Habt einfach viel Spaß heute, quält den Neptun schön nachher und startet ordentlich wohl beim Karten. Also, alles Gute für euch. Bitte mal 10 starke Männer an den Hänger gehen, wo die Drachenbrücke steht, damit die ins Wasser getragen werden können. Am Startplatz wurden die Paarungen für das Drachenbootrennen angezeigt. Unsere polnischen Gäste starten als erstes gegen Birkenwerder. Dann Hammer und Neuholland gegen Mühlenbeck und Schildow. Schönfließ gegen Hennigsdorf. Hennigsdorf-Felten gegen Hohenneuendorf. Gransee und Groß-Woltersdorf gegen Oberkrämer. Anschließend gibt es noch eine Runde Betreuer gegen Betreuerinnen. We'll be right back.
Max! Nein, Abwahl! Komm jetzt! Komm! Seinen Gehilfen schon in Warteposition. Okay, der hat schon Schwäche, der kippt dann. Er beeilt sich. Er beeilt sich. Das hat funktioniert. Wenn Neptun ruft, muss man kommen. Ansonsten wird man gebracht. Thank you.
Genau zum Ende des Neptunfestes zogen dunkle Wolken auf und es schüttete wie aus Eimern. Am Sonntag wurden die Teilnehmer nach dem Frühstück verabschiedet. Es waren wieder tolle Tage, ein Dank an alle Betreuer, Helfer, Sponsoren und Organisatoren.